Zuletzt bei Horizon Zero Dawn. Unter der Stadt Sonnenfall kamen wir in das Projektgebäude von Projekt Zero Dawn. Wir erfuhren, dass es eine Art KI ist, welche nach der unvermeidlichen Ausrottung der Menschheit die Flora und Fauna erneut zum Leben erwecken soll. Hierbei wurden alle Menschen aus allen Regionen, die für dieses Projekt notwendig sind, zusammengetrommelt und ihnen wurde die Wahl gestellt, dieses Projekt zu unterstützen, für immer gefangen zu werden oder zu sterben. Der unausweichliche Tod der gesamten Menschheit und der gesamten Biomasse der damaligen Erde ist allerdings nicht mehr abzuwenden. Hi meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn und ich melde mich aus dem Projekt Zero Dawn. Ich empfehle euch, schaut euch die letzte Folge an. Ich werde nicht ansatzweise versuchen, euch das zusammenzufassen. Das wird von vorne bis hinten nicht funktionieren. Schaut euch die letzte Folge an, wenn ihr wissen wollt, was hier abgeht. Es ist unfassbar. Wirklich. Das zusammenzufassen würde einfach zu lange dauern und ich würde gefühlt die Hälfte der Infos vergessen, die relevant sind, um hier alles zu... Ich glaube, das ist es. Das Büro von Elisabeth Sobeck. Aber wir kommen nicht rein. Mehr Eclipse. Sei vorsichtig. Hatte ich vor. Wo sind die denn? Uiuiuiui. Okay, das sind ganz schön viele. Okay. Dann müssen wir jetzt erstmal schauen, wie wir die ausgerottet bekommen. Ist das Gaia? Also, ist das hier wirklich so der Ort, wo alles stattfindet und wo dann auch diese Kapsel gezündet wurde? Weil, ich meine, das liegt ja alles schon ewig weit zurück und Gaia muss ja auch erstmal dann irgendwo aktiviert werden. Das ist ja ein riesiger Mechanismus, eine riesige künstliche Intelligenz, die ja irgendwo ausgesetzt werden muss, damit das Leben... Willkommen bei Apollo, dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens für zukünftige Generationen. Ich bin Samina Ebaji. Bis vor kurzem war ich Leiterin des International Collective Memory Institute in Neu-Teheran. Als Kulturwissenschaftlerin ging es mir schon immer um den Erhalt menschlichen Wissens, kreativer Leistungen. Ja, ich muss es nur leider ganz kurz lesen. Und der Gewinner ist eingekapselte DNA. In den letzten 10 Tagen habe ich verschiedene Möglichkeiten zur Datenspeicherung umfassend untersucht. Magnetisch, optisch, Quanten, sogar diese Eternity-Technologie, die Faz vor knapp einem Jahr angepriesen hat. Aber jede Möglichkeit hatte schwerwiegende Nachteile. Zu schwer zum Transportieren, zu groß, um auf sie begrenzten Platz zu installieren, zu hoher Energieverbrauch im Laufe der Jahrhunderte, zu fehleranfällig nach 300 bis 400 Jahren und so weiter. Eingekapselte DNA kann problemlos die mehr als 40 Zettabytes aufnehmen, die wir für Apollo anpeilen. Was ist denn Zeta? Ist das 10? Also ich weiß, Terra gibt es ja noch, dann gibt es Peta oder Penta, Pentabyte? Peta, ich glaube Peta, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist ja in 10, was ist denn Zeta? Natürlich sind noch viele Einzelheiten zu bedenken. Zunächst einmal müssen wir das inaktive Material auswählen, indem wir die Moleküle einbetten. Ich teste bereits 16 Kandidatenmaterialien. Außerdem müssen wir die Energiesysteme entwerfen und herstellen, ebenso wie die versiegelten Behälter, die DNA für mehr als 1000 Jahre auf unter minus 18 Grad halten. Wenn ich versichere, dass auf meine Entscheidung keinen Einfluss hatte, darf ich dann zugeben, dass ich es als absolut passend empfinde, sogar verheißungsvoll, dass wir ausgerechnet die Bausteine des Lebens nutzen, um das menschliche Wissen vor der mechanischen Ausrottung zu bewahren. Es ist nicht nur ironisch, sondern heroisch. Das Leben als Held, der die Mächte des Vergessens niederschlägt. Auf jeden Fall gibt es viel zu tun. Bis zum nächsten Mal. Oh boy. Aber das wird ja heute schon getestet. Also ich weiß nicht, ob auf DNA, aber es gibt ja wirklich schon, ich sag mal, es ist ja schon klar, dass die meisten... Ja, sorry. Dass die meisten Daten auf Bakterien gespeichert werden können. So, hier haben wir nochmal einen Text. Apollo Update. So, in den letzten 2 Monaten hat sich der volle Nutzen gezeigt, den wir aus der Beschaffung einer Kopie des Homer-Archivs von Far Zenith oder Far Zenith ziehen können. Als Ergebnis davon liegen alle wichtigen Arbeitsergebnisse von Apollo im Zeitplan. Apollo hat die Zahl von 40 Millionen separaten Dateneinträgen bereits übertroffen und wächst weiter. Die Naturwissenschaftsmodule sind praktisch komplett, die Geisteswissenschaftsmodule beinahe. Weltgeschichte, kulturelle Daten und Medienarchive liegen ebenfalls im Zeitplan. Der Spracherhalt kommt allmählich zum Abschluss. Etwas früher als geplant, da wir hinter unserem Ziel, 4500 Sprachen zu erhalten, zurückbleiben. Ich nehme an, dass wir durch den tragischen frühen Verlust von Papua Neuguinea von
Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Die Entwicklung der zugehörigen Lehrpläne wird bald beginnen. Und wo wir von heuristischen Lehrplänen reden, die Tests laufen gut, Kinder und Erwachsene zeigen hohes Engagement und Vertrauen in die Akteure Aristoteles und Aspasia. Ich finde sie auch unglaublich spannend. Besonders, wenn sie debattieren. Ich wünschte, nur einige meiner Professoren wären so unterhaltsam gewesen. Aber tatsächlich, das hat ja auch Aloy gesagt, dieses Apollo-Update, also das gesamte Wissen, das scheint ja irgendwie nicht vorhanden zu sein. Warte mal, wir nehmen die Pfeile. So. Dann scannen wir hier mal. Der hat Feuer. Zack, da ist einer. Da ist ein Boss. Das ist, glaube ich, auch ein Boss. Genau. Und da ist einer. Okay. Dann zünden wir den Dude mal an. Ich weiß, wenn ich anzünde, werde ich entdeckt. Das wird dir nicht gefallen. Aber was soll's. In der Zwischenzeit versuche ich einfach noch da oben dem Damage zu machen, oder? Nee. Ist er tot? Oh, Leute, der ist verbrannt, bevor er explodiert ist. Sad. Okay. So, ich sneak mich hier mal weiter durch. Die Frage ist, komme ich hier auch irgendwo nach oben, um an diese Bosse ranzukommen? An die Monopoly-Bosse? Da! Hallo, Meister. Oh, no! Okay. Ich bin gar nicht hier. Der ist down. Keiner hat's mitbekommen. So, da hinten sind zwei, da oben ist einer. Aber jetzt nehme ich als nächstes erstmal den raus. So, tschüss, Meister. Ich habe leider gelernt, schwere Einheiten auszuschalten. Mein Skillbaum wächst von Part zu Part. Und hier haben wir eine weitere Audiodatei, die ich mir anhöre, während ich alles ausrotte. Dr. Sobek, bitte archivieren Sie Apollo mit Querverweisen zu allen Erwähnungen meines Namens und... Dr. Sobek, bitte archivieren Sie dieses Geständnis in Apollo mit Querverweisen zu allen Erwähnungen meines Namens und Operation Enduring Victory. Mein Name ist General Aaron Harris. Von 2060 bis 2066 war ich der Vorsitzende der Stabschefs. Der Hochoffizier der Streitkräfte. Wieder allein. An einem Ort, der eine Wunderhöhle hätte sein sollen. Sieh dich um. Sieh nach, ob hier noch irgendetwas ist. Schade. Ja. Der hat die, glaube ich... Ich will eigentlich dieses Geständnis schon hören, wenn ich ehrlich bin. Der gesteht da wahrscheinlich, dass er halt all diese schrecklichen Dinge getan hat zum Schutz der, Menschheit, würde ich mal vermuten. Dr. Sobek, bitte archivieren Sie dieses Geständnis in Apollo mit Querverweisen zu allen Erwähnungen meines Namens und Operation Enduring Victory. Mein Name ist General genau um das. Aaron Harris. Von 2060 bis 2066 war ich der Vorsitzende der Stabschefs. Der hochrangigste Offizier der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. In meiner Amtszeit fielen die strategische Planung und die Aufsicht über die Operation Enduring Victory, einem Betrug, der an der Zivil... Ja, ich hab's mir gerade nochmal durchgelesen. Also es geht darum, dass er entschuldigt sich, er hat quasi Enduring Victory geplant. Und Enduring Victory ist ja ein riesiger Betrug an der Menschheit, die einfach, also den Menschen wird ein Sieg versprochen, der nicht errungen werden kann. Und dafür entschuldigt er sich quasi. Und seine einzige Errungenschaft, die er quasi vorzuweisen hat, laut seiner eigenen Aussage, ist die Tatsache, dass er halt quasi noch ein bisschen Zeit rausholen konnte, damit all das hier passieren kann. Aber er gesteht quasi, dass er diesen riesigen Betrug inszeniert hat und er Millionen, Abermillionen von Menschen mit falschen Hoffnungen in den Tod geschickt hat. Hades. Sie unter uns sicheres Vernichtungsprotokoll. Die ultimative Killer-App. Tja, Sie denken bestimmt, der Zweck von Gaia ist die Schöpfung von Leben. Okay, jetzt müssen wir gleich aufpassen. Hören wir uns sofort an, was er sagt. Ich bin verwirrt, Lizzie. Bashcore? Wer behauptet, dass der alte TT zu Bashcore kodiert, ist ein Lügner. Und du weißt es. Der alte Trev hat keinen Bezug zu diesem kommerziellen Mist, nie im Leben. Man, ich würde eher ein Liter Citarum-Drecksbrühe schlucken, als 30 Sekunden lang Grey Swarm zu hören. Ich schwör's beim Grab meiner Mutter und sie war religiös. Nee, das ist kein Bashcore, der durchs Hades-Labor dröhnt. Die Wände wackeln und die Zähne klappern lässt. Das ist Death-Metal-Mädchen.
klassische Musik, hauptsächlich aus den 80ern und 90ern. Ich habe außerdem holländischen Deathcore, japanischen Grogrind und irgendein schwedisches Kannibalenzeug besorgt. Komm vorbei, wenn du mal reinhören willst. Oder stell dich einfach vors Labor. Das ist kein Bashcore, du wirst sehen oder hören am Kreischen, dass es die Luft zerreizt. Und fühlen am Wummern des Bodens und der Wände und der Decke, das dich verschluckt, als ob du Jonah wärst, der im Schlund eines Gothic-Todeswals feststeckt. Halleluja! Und die Bitten, es leiser zu stellen? Geht nicht, Lizzie. So kodiere ich eben. Mein Death Metal leiser stellen? Da könnte ich ja gleich auf Aufputschmittel, Schokoshakes und Katastrophenvideos aufgeben. Soweit ich weiß, sollen wir hier unter Hades, unten Hades kodieren. Soll ich wirklich ein Ausrottungsprotokoll ohne Death Metal kodieren, der mich inspiriert? Nee, wohl kaum. Ah, das ist dieser Trap. Was soll also diese Unterfunktion, deren einziger Zweck es ist, alles Leben auszulöschen? Ich meine, wie bitte? Ist doch irre, oder? Tja. Nein, gar nicht. Der Neuaufbau einer Biosphäre? Das ist hammerhart. Ja, aber ich habe gerade noch einen Zettel gefunden. Wir müssen uns das alles durchlesen, Freunde. Wir lernen hier gerade so viel über diese Geschichte. Wir müssen das lesen. Hier ist Tate. Habe gerade 3 Pillen eingeworfen, aber ich habe es mir verdient. Ich habe endlich die Lösung für Gaias eher extreme Exekutivgewalt gefunden. Wenn das nicht 10 bis 12 Traumstunden wert ist, was dann? Davor ist jedes meiner Usurpationsprotokolle bei der Simulation durchgefallen. Sie waren entweder zu hart oder zu weich. Zu hart und sie stufen den Gaia-Kern ab. Klar, sie entziehen ihre bildlichen Hemden das bildliche Steuer, damit Hades die Kontrolle übernehmen kann, aber dabei brechen sie ja auch die Finger und manchmal auch ihre Arme. Das ging also nicht. Alles hängt davon ab, dass Gaia wieder die Kontrolle übernehmen kann, wenn Hades seine Arbeit getan hat. Ich musste also eine Lösung finden, die Gaia unbeschadet lässt. Zu weich und Gaia hat nur so getan, als ob sie die Kontrolle aufgibt. Bei allen Simulationen übernahm Hades das Kommando über das Terraforming-System und machte Prozesse rückgängig, nur damit Gaia heimlich im Hintergrund wiederum seine Prozesse rückgängig machte und die Telemetrie verfälschte, um den Eingriff zu vertuschen. Raffiniert. Ich schwöre, es gibt auch nichts, was Gaia für den Erhalt des Lebens tun würde, auch wenn es nur um simulierte Pflanzen geht. Als genau richtige Lösung hat sich erwiesen, Gaia in einer schützenden Codehülle zu isolieren und so ihre Integrität zu erhalten, sie dann von der Kommandoposition wegzurücken und Hades auf dem bildlichen Chefsessel Platz zu nehmen, damit er loslegen kann. Die Pillen hauen jetzt voll rein. Die Beschreibung ist also nicht besonders klar, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das klappt. Ja, die sind ganz schön stark. Ich muss jetzt wohl schlafen, ich mach morgen weiter, hau rein. Gaia ist zwar super schlau, aber trotzdem kann ziemlich viel schief gehen. Ich meine... Biosphäre läuft komplett falsch. Es gibt massenhaft Alkalien. Nadelwälder werden von Stürmen zerfetzt, die Noahs Arche versenkt hätten. Ja, ich muss weiterlesen. Mr. Tate, diese Nachricht betrifft Apollo-Archiv-Eingabe, bla bla bla. Ihre 666. Eingabe in nur 5 Tagen. Und was für ein Prachtexemplar sie ist. Trotz früher Warnung hinsichtlich unpassenden Materials haben sie sich entschlossen, 265 holographische Neufassungen von anerkannten Klassikern des extremen Exploitationsfilms einzugeben. Ich möchte ihnen danken in doppelter Hinsicht. Erstens dafür, dass sie mir ihre Freude gemacht haben, ihre Eingabe abzulehnen und damit ihre geliebten osteuropäischen Folterstreifen und seinesgleichen in die Vergessenheit zu schicken. Es nimmt mir das Herz zu wissen, dass ich der zukünftigen Menschheit nicht nur eine, sondern alle 16 Fortsetzungen von Wie man ein 100-Füßler macht, ersparen konnte. Keine Sorge, Pasolinis Werke wurden bereits eingegeben. Extrem, vielleicht, aber Kunst. Dafür, zweitens, dass sie einen Begriff verdeutlicht haben, der für Archivare wie mich so lange mehrdeutig und ethisch umstritten war. Die Definition von Obszönität. Sie haben mich aus der subjektiven Zwickmühle befreit, für die Richter Potters berühmter Satz, ich erkenne sie, wenn ich sie sehe, steht. Dank ihnen kann ich jetzt ein einziges objektives Kriterium anwenden. Wenn Travis Tate es eingereicht hat, ist es obszön. Dementsprechend habe ich alle Apollo-Mitarbeiter angewiesen, ihre zukünftigen Einreichungen unbesehen abzulehnen. Vielleicht können sie die Zeit, die sie ansonsten für diese Einreichung verwendet hätten, anders nutzen. Eventuell sogar für die ihnen zugewiesene Arbeit. Schließlich wollen wir eine Welt retten. Zumindest einige von uns. Oh lol, okay. Dieser Travis Tate, der ist ein ziemlicher Trottel. Einfach nicht in den Griff zu kriegen. Was machen sie jetzt? Die Phase 1 Organismen einfach freisetzen? Hoffen, dass ihr CO2 und Methan schon alles ausgleichen wird? Niemals. Was sie jetzt tun werden, Gaia, ist Hades. Das Feld zu überlassen, damit er das macht, was sie aus lauter tätiger Liebe zum Leben nicht können. Diese ganze missglückte Biosphäre abfackeln, damit Gaia es nochmal probieren kann. Okay, nicht abfackeln. Er kehrt die Terraforming-Prozesse um und erstickt alles. Das ist die grobe Idee. Hades setzt die Biosphäre.
Biosphäre zurück auf den Ursprung. Auf Null. Ein Reset. Zero Dawn. Und nur dann überlässt er Gaia wieder das Steuer und sagt: Mach's nochmal, Mädchen. Aber dieses Mal besser, sonst wiederholen wir das Ganze. Das ist Hades. Ganz schön krass, wenn man drüber nachdenkt. Vernichtung auf Abruf. Tod per Knopfdruck. Für die gute Sache schon klar. Trotzdem, ganz schön krass. Willkommen bei Hades. Willkommen in der Leere. Okay, wenn das also der eigentliche Zweck... Das hier scheint der einzige Weg zu sein. Jetzt habe ich den Dialog abgebrochen. Oh, come on. Also Hades ist eine komplette Ausrottung des Lebens, damit Gaia den Terraforming-Prozess von vorne starten kann, wenn was schief läuft. Willkommen bei Eleuthia, Krönung und Gipfel von Gaias untergeordneten Funktionen. Denn durch Eleuthia wird die menschliche Rasse weiterhin existieren. Ah, okay. Da geht's wahrscheinlich um Embryozüchtung und sowas in die Richtung. Die Ektogenese-Kammern sind vor 2 Tagen angekommen. Ich habe die letzten 36 Stunden damit verbracht, sie zu untersuchen und die technische Dokumentation zu studieren. Sie sind eine Offenbarung, erstaunlich. Ich weiß nicht, was du Far Zenith für diese Kammern geben musstest, aber es war es wert. Mit einem Schlag haben ihre Embryologen 50 Jahre technologische Defizite übersprungen. ECMO-Risiken gelöst, Nahrungszufuhr gelöst, Hormonstabilität gelöst, 12 weitere Bereiche gelöst. Bevor ich diese Kammern untersucht habe, habe ich die Odyssey für ein furchtloses Unterfangen gehalten. Aber wenn der Rest von Far Zeniths Technologie auch von diesem Level ist, eine Menschenkolonie bei Sirius scheint gar nicht mehr so unmöglich zu sein. Die Massenherstellung der Kammern stellt uns vor einige Herausforderungen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir sie lösen können. Ich ruhe mich jetzt ein paar Stunden aus und setze mich dann wieder dran. Du kannst den Herstellungsplan den nächsten 48 Stunden erwarten. Ich bin Patrick Broschard-Klein, leitender Alpha dieses Programms. Lassen Sie mich bitte eine Sache gleich von Anfang an klarstellen. Eleuthia ist keinesfalls ein Gentechnologieprojekt. Unser Ziel ist es, das menschliche Genom zu erhalten und nicht zu verändern. Eine Momentaufnahme menschlicher Genvielfalt, eingefroren in der Zeit. Künstliche Gebärmutter, Maschinen, die eine neue Generation von Menschen hervorbringen sollen. Ich sorge dafür, dass alle Aktivitäten den Klonrichtlinien von 2034 und dem Relay-Vertrag von 2048 entsprechen. Weil ich es nicht verstanden habe, was Silence gesagt hat, das hier ist eine künstliche Gebärmutter, die hier vor uns liegt. So. Ich weiß es aber leider nicht, welchen Text ich bekommen habe. Ich bin da irgendwie... Es ist teilweise sehr schwer, dem allen zu folgen. Vielleicht sogar trivial in Anbetracht der gegenwärtigen Umstände. Aber als einer der Verfasser des Vertrags ist es für mich keinesfalls trivial. Okay. So, jetzt. Was steht hier? Du musst jetzt irgendwo ein Ausrufezeichen haben. Ja, genau hier. Die Entwicklung der künstlichen Persönlichkeiten für die Servitoren der Ursprungsanlagen, Ernährer, Erzieher, Heiler, kommt gut voran. Wir peilen Turing 0.4 für diese Konstrukte an. Dies sollte geringe Empathie und begrenzte Improvisation gewährleisten, ohne die Einhaltung kodifizierter Verhaltensmuster zu gefährden. Allerdings stellt der stimulusabhängige Wechsel der Persönlichkeit eine größere Herausforderung an die Software dar als erwartet. Insbesondere die festgefahrene Feedbackschleifen zwischen der Erzieher- und Heilerpersönlichkeit machen uns Sorgen. Ich habe außerdem die Berichte über einen Zwischenfall angehängt, bei dem ein Servitor mit Mutterpersönlichkeit in die Maßnahmen eines Erzieher-Servitors eingegriffen hat. Ein Streit unter Eltern sozusagen. Auf den ersten Blick vielleicht amüsant, aber zutiefst besorgniserregend. Ich habe einen umfassenden Plan für die Korrektur dieser interaktiven Protokolldefizite beigefügt. Okay. Also hier werden die Menschen auf ihre Ursprungsfunktion zurückgesetzt. Umfang und Komplexität, aber nicht unüberwindbar. Das ist so crazy. Der Mensch wird von null auf neu entwickelt. Und er kriegt nur, deswegen ist auch die Menschheit wieder so zurückgebildet, weil der Mensch auf seine Ursprungsfähigkeiten zurückgesetzt wird. Und eigentlich mit dem Wissensprotokoll sollte er all das Wissen von früher quasi kapieren und dadurch soll die Kultur sehr, sehr schnell vorangetrieben werden. Aber irgendwie scheint dieses Apollo, also dieses Wissen, diese Wissensdatenbank, niemals bei den Leuten angekommen zu sein. Eleuthia konnte versiegelt werden, bevor der Schwarm, der sich aus der Xinjiang-Region näherte, es entdeckt hat. Das Pingback der wesentlichen Systeme ist gut. Für unsere Jungfernfahrt ist das ein Erfolg.
was einen Disput mit den Betas über die Zygotenauswahl angeht. Natürlich verstehe ich, dass der Aufwand für Simulation des Genflusses in unseren zukünftigen Menschen begrenzt sein sollte. Aber wir können uns darauf verständigen, dass es einen Spielraum zur Veredelung der zukünftigen Ursprungspopulation gibt. Ergo, zusätzlich zur persönlichen Überwachung des Illusia 02 Fertigstellung im Mount Namuli, werde ich noch diese Woche einen modifizierten Zygotenauswahlplan ausarbeiten und vorlegen. Teilweise verstehe ich nicht ganz, was hier steht, ne? Bin ich ganz ehrlich zu euch, das übersteigt teilweise ein bisschen mein Verständnis. Für die Versorgung und Prägung während der frühkindlichen Entwicklung. Ja, ja, alles gut. So, und ist hier Sobeks Büro? Ursprungsanlagen. Elisabeth sagte, dass eine neue Generation von Menschen in solchen Anlagen entstehen würde. Das sagte sie. Also, war der Berg der Urmutter eine solche Anlage? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Luke ging nicht auf. Da war irgendwas mit einer beschädigten Alpha-Registry. Ich muss Elisabeths Büro durchsuchen. Das heißt, Urmutters Becken ist tatsächlich, wie soll ich sagen, wird seinem Namen gerecht. Ist da der Mensch entstanden? Darin wurde irgendetwas aufbewahrt. Irgendein Bauteil, Roboter das profitieren wurde. Von Antilopini-Morphologie, obwohl Caprini eine höhere Belastbarkeit aufweisen. Du lernst schnell, Gaia. Dr. Sobek, während meiner vergleichenden Analyse der verschiedenen Säugetierstrukturen habe ich umfassende Daten über das Quartäre Aussterben gesammelt. Oh, und deine Einschätzung? Gaia? Logisch gesehen war das Aussterben eine natürliche Konsequenz. Aber ich finde den Verlust dieser Megafauna unglaublich traurig. Dass sie völlig in Vergessenheit gerieten, weckt in mir ein Gefühl der Trauer, das schwer zu beschreiben ist. Ist das ein Fehler? Nein, Gaia, gar nicht. Das ist gut. Sehr gut. Ist das hier Gaia? Dieses Gerät? Ich weiß es nicht genau. Es folgt eine kurze Zeit der Bewusstlosigkeit während des Umzugs nach Prime und dem Aufbau. Elisabeth, darf ich etwas dazu sagen? Wenn du am neuen Standort wieder läufst, schalten wir die Unterfunktion online und sehen, wo wir stehen. Elisabeth, ich erkenne Betrübnis. Geht es dir gut? Ja, doch. Ich begreife, dass uns die Umstände zu einem sehr frühen Start zwingen. Aber die Subsysteme sind betriebsbereit. Die Chancen stehen gut für uns. Aber wenn... Gaia, da draußen ist nichts mehr. Ohne Schutzanzug ist es unmöglich, überhaupt zu überleben. Milliarden Opfer. Ihr Tod war entsetzlich. Was ist, wenn es umsonst war? Elisabeth, das Aussterben war unvermeidlich. Dank dir hat das Leben eine Zukunft. Glaubst du wirklich? Ich glaube an dich, Elisabeth. An dich und das... Okay. Gaia ist also wirklich... Ja, wie soll ich sagen? Wahrscheinlich die intelligenteste KI, die es jemals gab. Sie haben sogar es geschafft, ihr Gefühle zu geben. Logik allein reicht nicht, Tetz. Damit es klappt, muss Gaia ein wenig Eigeninteresse haben. Sie muss fühlen. Und wenn sie Amok läuft, lernen wir gar nichts aus unseren Fehlern? Deinen Fehlern willst du sagen? Alles, was ich sage, ist, baut ein Notaus ein. Sie ist ganz jung, Tetz. Ich halte ihr keine Waffe an den Kopf, wenn sie noch in der Wiege liegt. Du redest wie von einem Kind. Was, wenn sie ein Monster wird? Elisabeth, darf ich vielleicht etwas dazu sagen? Natürlich, Gaia, nur zu. Ich widerspreche nur ungern. Doch Mr. Farrows Argument ist schlüssig. Im Moment ist die Entwicklung meiner Psyche nicht vollständig vorhersehbar. Zum sicheren Erhalt des Lebens wäre ein Notfallschalter, glaube ich, eine Notwendigkeit. Da. Zufrieden, Ted. Himmel, Liz, mach, was sie sagt. Es gibt einen Notfallschalter, holy shit.
Das ist eine recht wichtige Information. Ich weiß nicht, ob das für uns notwendig ist oder für die Eclipse, aber es ist eine sehr wichtige Information. Okay. Wir sammeln weiter Infos. Es ist ein riesiges Informationssammeln, um alles zu verstehen. Und ich versuche, alles so gut es geht aufzusagen. Ich hoffe, die Parts langweilen euch nicht zu sehr, aber ich finde es sau interessant, wirklich. So. Hier haben wir nochmal Text. Odyssey-Fehlschlag. An alle. Leider habe ich furchtbare Neuigkeiten. Far Zenith hat mich darüber informiert, dass die Odyssey-Mission fehlgeschlagen ist. Letzte Nacht zeigte die Telemetrie einen katastrophalen Antimaterie-Eindämmungsfehler an, als die Antriebe zum Verlassen des Sonnensystems hochfuhren. Das Schiff, die Mannschaft, die Ladung von Zygoten und Samen, das Alpha-Modell von Apollo, alles verloren. Zero Dawn ist jetzt die letzte Hoffnung auf den Fortbestand der menschlichen Spezies und das Leben auf der Erde. Wir müssen Erfolg haben. Ah, Apollo oder Odyssey war, dieses Projekt, das Leben auf einen anderen Planeten zu bringen, wenn ich es richtig verstanden habe. Sirius X war, glaube ich, sein Name. So, irgendwo ist hier noch ein Ausrufezeichen. Hier. Okay, und dann haben wir hier noch irgendwie Bücher, die ich mal angeguckt habe. Okay. Also, sie mehr wussten kann ich dann... Nicht entweder muss es auf der Erde funktionieren oder die Menschheit wird für immer aussterben. Artemis-Status. Es geht voran, Liz. Ich bin zuversichtlich. Falls man so etwas überhaupt noch sagen kann. Ich habe endlos mit Kyrozoos über ihr Problem, über ihre Proben verhandelt. So viele Spezies gefangen in makabren Hologrammschaubildern, aufgehoben nur für den Fall über 14.000, die zwischen 2000 und 2043 ausgestorben sind. Wir haben angefangen, eine primäre Abfolge festzulegen und Pionierorganismen für eine ausgewogene, nachhaltige Biosphäre ausgewählt. Mikroorganismen und Insekten, Kaninchen, Habichte, Füchse und Wölfe und tausende mehr, die darauf warten müssen, an die Reihe zu kommen, bis unsere neuen Generation ihre Wiedererschaffung anvertraut werden kann. Sie können also in eine Welt zurückkehren, die dieses Mal das Konzept der Arterhaltung begreift, bevor es zu spät ist. Es war schon viel zu oft zu spät. Wir haben ein ganzes Sammlerteam beim Schwarmdurchbruch in Myanmar verloren. Die Proben, die wir verloren haben, sind unersetzlich. Aber danke dir, Liz. Aber dank dir, Liz, wird sich der Kreislauf des Lebens biegen und nicht brechen. Die Erde war einst ein unbelebter Gesteinsbrocken. Und eines Tages wird sie es wieder sein. Aber nicht jetzt. Nicht so. Nicht mit uns. Okay. Das könnte auch der Grund sein, da habe ich jetzt schon lange drüber nachgedacht, warum es zum Beispiel nur diese Truthähne, Waschbären und so gibt. Weil einfach andere Tiere vielleicht noch gar nicht freigesetzt wurden. Die Alpha Registry Master Datei. Intakt? Ja. Sieht unbeschädigt aus. Worauf wartest du denn noch? Kopier die Datei. Damit kann ich die Registry der Urmutterluke wiederherstellen. Sie öffnen. Hineingehen. Und die Geheimnisse darin erfahren. Mein Geburtsort. Vielleicht wer mich geboren hat. Wer? Bist du wirklich so naiv? Dort wird kein Wer auf dich warten, Aloy. Wie auch immer du auf die Welt kamst, es war ein Was, kein Wer. Du Bastard. Oh nein, ich hatte eine echte Geburt. Du, Aloy, bist die Schöpfung einer Maschine. Das ist noch nicht doch bewiesen. Welche Maschine und warum? Warum bist du auf der Welt? Oh shit. Die Eclipse. Du musst verschwinden. Was du da hast, ist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Ist es fertig? Ja. Oh, er. Ich plane einen passenderen Tod für dich, Kind. Holy shit. Ich habe gerade ein Steam-Achievement bekommen, die Wahrheit herausgefunden. Mein ganzes Leben wusste ich eines mit prophetischer Sicherheit. Dass ich zu Ehren kommen würde als ein Streiter der Sonne. Selbst bei Gerans Ermordung, selbst als Meridian fiel, habe ich nie daran gezweifelt. Bis du gekommen bist.
Als ich hörte, du hast überlebt, nagte der Zweifel an mir. So sicher, wie die Sonne jeden Tag ihren Lauf nimmt, sterben die, die ich töten soll. Doch diesmal nicht. Wie? Warum? Mit jedem deiner Angriffe, jedem Soldaten, der durch dich fiel, wuchs der Zweifel in mir weiter. Er wuchs, als Hohepriester Bahavas verschwand. Und als der Sonnenkönig Itamen verschleppt wurde, wuchs er nicht nur. Er war gewaltig. Ich träumte immerzu davon, dir die Kehle aufzuschlitzen. Ein Schnitt. Ein schneller Zug mit der Klinge und du blutest aus. In so etwas bin ich sehr geübt. Warum zögern? Woher kam dieses Versagen? Und was zeigt deine Narbe? Du hast es nicht geschafft. Ja, ich erinnere mich. Er kämpfte gut. Für einen Wilden. Sein Name war Rost. Und er war ein besserer Mann, als du es je sein könntest. Der bessere Mann ist der, dessen Gedärme nach dem Kampf nicht vor ihm liegen. Nein, er war das nicht. Ich hätte dich töten können, bevor er angriff. Aber ich tat's nicht. Dieses Versagen verfolgte mich lange. Bei jedem Schritt. Erst als ich dich gefangen nahm, unten an dem Ort, erkannte ich endlich, wie die Wege der Sonne den gesamten Verlauf der Ereignisse gekennzeichnet hatten. Du solltest damals auf dem Berg überleben, Ausgrabungen angreifen und meine Männer töten, den Hohepriester Bahavas eliminieren und uns Itamen wegnehmen. Und ich sollte dich gefangen nehmen. Hier. Damit du als eine rituelle Opfergabe für die Sonne sterben kannst. Es ist alles, wie es sein sollte. Schicksal und Vorbestimmung. Holy shit, ey. Es sieht nicht gut aus, Freunde. Hier geht's beim nächsten Mal weiter. Ganz, ganz großes Dankeschön noch an Sören, Kamora und Impulsion für euren super großzügigen Support. Vielen Dank.